Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Hier ist wieder euer MuscleTech und wir sind heute hier wieder in einem neuen Teil von Beyond Two Souls. Beim letzten Mal hatten wir hier eine neue Mission, wenige Sekunden angeschnitten. Und zwar geht es hier um die Mission Drachenhöhle. Diesmal machen wir sie in der vollen Länge. Wir hatten ja nur mehr oder weniger das Intro gesehen. Und ich dachte mir, weil es für mich auch 4-5 Tage her ist, wo ich das zum letzten Mal gespielt hatte, fangen wir in voller Länge nochmal an. Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Na, Roger, natürlich haben wir das verstanden als Aiden. Und vom letzten Mal wissen wir ja noch, wo das Haus war. Und zwar hier auf der linken Seite. Ja, hier ist es ziemlich vereist, alles voller Schnee, ein ziemlich heftiger Schneesturm doch hier. Sollte man sich nicht allzu lange da draußen aushalten. Könnte tödlich enden und wir wollen ja nicht sterben hier. Wir hatten ja übrigens beim letzten Mal den Übergang gar nicht mitbekommen, dass die alte Aufgabe, die alte Mission zu Ende war und die neue begann. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul! Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Was für ein cooler Schneeanzug, findet ihr nicht auch? Der hat schon richtig Style. Und warm hält er ganz sicherlich auch. Eine schöne Kapuze. Alles aufgeweicht. Ich mal. Verdammt, das Zeug ist so nass. Uns muss was einfallen. Sonst erfrieren wir. Halt nicht rum, wir finden schon einen Weg. Zumindest der Kaffee oder der Tee ist noch warm. Na also, jetzt suchen wir die Möglichkeit, hier mal ein Feuer zu machen. Vielleicht kann man ein paar Möbel verbrennen, aber die machen wohl schon. Ja, die sind schon dabei. Das ist gut. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Ja, der hat uns mächtig verarscht, der olle Ryan. Ich muss kurz raus. Zum Pinkeln? Pinkeln. Na toll, ab in die Kälte, das gefriert ja schon beim Auslassen. Das gibt dann Eiszapfen am Hintern. Na, geh raus.
Geh nicht so weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Minus 40 Grad. Ach du Scheiße. Okay. Das wäre mir ja wirklich zu kalt. Irgendwo da drüben vielleicht. Wow, die kann kaum laufen hier. Hier irgendwo pinkeln können. Dort vielleicht. Oh Mann. Oh Mist, was kommt da? Ach du Scheiße! Was zum Teufel war das? Nicht viel rüber ins Haus. Schnell, Jody. Die haben es doch bestimmt gesehen. Die sehen doch bestimmt die Langlaufski hier liegen. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Los, dranbleiben. Das in so einer Kälte. Das war wohl nichts mit Pause machen. Wir müssen uns beeilen und hier weg, den hinterher, immer schön den Spuren folgen, nehme ich an. Dann werden wir sie wohl finden. Was für ein Wetter. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Schauen wir uns das doch mal von nahem an. Nur ein Tor. Dort verstecken die sich wohl. Wow, shit. Was soll das sein? Scheinen hier doch ganz gewaltig was zu bauen. Da unten ist sogar Wasser. Das muss doch erwärmt werden, damit das nicht gefriert. Was ist das? Soldaten. Sie laden Kisten ein. Eine Art U-Boot. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Na gut. Wir geben uns Mühe. Kümmer dich darum. Und jetzt. Hä? Was war das? Jetzt aber. Herzlich willkommen in der Freak Zone. Du tötest jetzt deine Kameraden, mein Freund. Guten Tag. Wie geht's dir? Immer noch schön am Bauen? Na gut. Der macht's aber ziemlich laut. Tinksel? Tinksel? Ja, na klar. Würde ich auch sagen. Oh! Das wäre der Preis gewesen. Aber
waren das nicht vorhin 4 Soldaten? Ich dachte, das wären 4 gewesen. Und der eine ist ja, glaube ich, abgetaucht. Du machst mir jetzt mal schön die Türe auf hier. Und danach, glaube ich, wirst du dich selber töten. Du dummes Arschloch. Fuck, Nick. Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? Oh Mann. So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ihr seid doch Arschlöcher, Mann. Wenn ich eine Verbindung mit ihm hab, kann ich ja, glaube ich, mit drauf gehen. Aber nein, einfach mal machen, einfach mal drauf ballern. Hirnlos. Die Weisheit wirklich nicht mit Löffel gefressen. Ich denke, Jodie fühlt das mit, was der andere fühlt, wenn sie ihn übernimmt. So kommt sie mir zumindest vor. Und wenn der dann natürlich einfach drauf schießt. Hier lang. Ja, hier lang. Ich komme schon, aber Jodie möchte leider im Moment nicht rennen, aber auch verständlich bei der Kälte. Wo haben wir eigentlich unseren Rucksack gelassen? Oder dürfen die anderen alles tragen? Ja, da sind unsere 2 Toten. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Weiß ich. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Du hast mich ja schon mal auf so eine Mission geschickt. Das kann dir ja wohl egal sein. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Oh Mist, das, na klar, jetzt steuere ich hier ein U-Boot. Na sowieso, ich bin ja sowieso der Commander für die U-Boote. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, das überleben wir. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Katastrophal. Naja, Leute, ich gebe mir hier mal Mühe. Einmal schön hier nach den Lichtern richten. Vor allem schön langsam machen das hier. Boah, man sieht hier kaum was. Scheint wirklich ganz schön weit unten zu sein. Immer schön den Leuchtstreifen hinterher. Was wohl hingeht? Wie kommt ihr auf die Idee, so tief unten eine Unterwasserbasis zu machen?
Aber da bleibt sie natürlich auch verborgen und geheim. Na gut, ich gebe mir mal Mühe. Hier schön lang. Da. Siehst du das Licht? Ich sehe gar nichts. Ich hoffe, er will keine Antwort. Das hoffe ich auch. Wo wir wohl hin müssen? Unten rein oder oben rein? Gehen wir mal unten durch. Oder? Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Bringt ihn ruhig um. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen. Für wen sie arbeiten. Und woher wissen sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet Nein, haben. Nein, wir dürfen nichts sagen. Wie ist Ihr Name? Oh Mann. Wir werden nicht reden. Aiden kann ich auch nicht rufen. Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Und Ihr Kamerad. Nein, ich rede nicht. Ich bin ein Militär. Wir sind dafür ausgebildet. Was muss ich Nein. tun, damit Sie sprechen? Hau einfach ab. Hat keinen Sinn. Brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Oh shit. Der hat ihm das Auge rausgenommen. Unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos anzusehen. Wir reden nicht. Gibt's dich eigentlich auch in schön, mein Freund? Der Auftrag. Ich muss sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Da ist eindeutig was schiefgegangen, Leute. Aber jetzt sind wir noch mal etwas weiter in der Vergangenheit, als wir die Basis betreten haben. Was jetzt? Wir finden und zerstören den Rausgehen. Und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Aiden macht's. Nein. Aber ich überlege mir was. Naja, ich sehe mir mal die Base. Wir sehen ja nicht gerade aus wie ein Chinese.
Da haben wir doch diesen komischen Commander. Komm mit. Was? Aber... Sei still und folg mir. Mit dem kommen wir hier natürlich durch. Wir wissen ja, dass wir das sagen. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass was nicht stimmt. Ich nehme mal an, aufgrund von irgendeinem Eindämmungsfeld wirken da drin vielleicht unsere Kräfte nicht mehr und deswegen sind wir gefangen genommen worden. So könnte ich das mir mehr oder weniger rein interpretieren. Ey, binde mal deine Schuhe richtig, du Held. Gibt's dich auch einen schönen? Ich habe gehört, deine Mama sieht nicht schön aus. Man kann die Leute voll beleidigen, die können nichts sagen. Die Tür da drüben, das muss doch nicht sein. Aber ich bin ja lieb, ich mach sowas nicht. Jo, genau, stillgestanden, mein Freund. Der Kondensator ist nah. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Das ist zu einfach, da ist was. Ich glaube, da hinten passiert was. Jody, was ist da los? Was ist ein? Der kann da nicht rein. Ich wusste es doch. Meine Vorahnung hat mich wieder nicht im Stich gelassen. Ach du Scheiße. Alten kommt hier nicht durch. Die haben hier einen Weg gefunden, das alles zu trennen. Irgendwie müssen wir das umgehen. Wo nur? Bei dem? Schöner 3 Tage Bart. Nee, nochmal. Du bist nochmal mein Opfer. Oh. Er wird wohl glauben, er dreht durch, wenn er wieder aufwacht. Weil er so gar nichts blickt. Der weiß schon wieder gar nicht, was hier passiert. Und nochmal. Ja, der hat keine Waffe dabei, deswegen können wir die wohl auch nicht erschießen. Hier haben wir einen Maintenance Room. Da gibt's hier irgendwas. Ich brauch dich. Ja, ich bin schon dran. So. Der ist zu Boden gegangen. Jetzt schnappen wir uns mal die Waffe hier. Können wir die anderen zwei hier noch töten? Und vielleicht die Barriere deaktivieren? Da sind wir wieder. Hallo, déjà vu. Perfekt. Oh, was hast du nur gemacht? Ja, hau nur ab. Wow, was haben wir hier gemacht? Finde mich. Ja, ich such dich ja. Ah, die blaue Linie zeigt uns unseren Weg. Da kommen wir nicht so durch.
Wir müssen hier rüber. Oh Mann, oh Mann. Ja. Wo ist die Linie schon wieder? Och Mann. Hallo. Ich möchte nur die Linie finden, aber nicht. Da haben wir sie. So, bitte überleb. Hier unten gibt's noch eine Wunde. Aiden, du bist hier. Ja, ich bin da, Jodie. Hol mich hier raus. Sehe, was ich tun kann. Hier, die Türe. Und geh auf! Ja, nochmal. Nochmal einen. Perfekt. Ich muss erst Ryan finden. Lass doch den in Ruhe. Ryan? Ryan, bist du da? Ja, da haben wir ihn. Ich heile ihn erst. So, nochmal. Weiter runter und da ein bisschen weiter hoch. Ah, oh, der Falsche. Komm. So, er lebt auf jeden Fall noch. Machen wir die Türe auf. Und nochmal, geh auf! Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Komm. Kannst du laufen? Ja, alles klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's, die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ja, Leute. Den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Wow, wir sehen auch ziemlich mitgenommen aus. Ja, wir müssen jetzt den Sprengstoff holen gehen. Und versuchen, das hier alles in die Luft zu jagen. Was hier noch passieren wird, das sehen wir in der nächsten Folge bei Beyond Two Souls. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Stay tuned, have fun. Hier bei euch war euer Muscle Tag. Bis zum nächsten Mal.